Ich hatte ja gehofft, dass ich das hier, was ich heute sage, nie wieder sagen muss, aber ich muss es trotzdem machen. Ja, ich muss es. Hi, ich bin Coach Paul. Herzlich willkommen an dich, herzlich willkommen an alle Challenger. Heute ein ganz kurzes Video, was mir sehr, sehr auf dem Herzen liegt. Nach diesen ersten Tagen, wo die Low Carb Challenge mit einem ganz großen Peng und mit ganz, ganz vielen neuen Leuten gestartet ist. Überall auf der Welt oder solange wir alle leben, werden wir immer wieder mit Dingen und Situationen konfrontiert, die uns aus unserer Komfortzone bringen, die vielleicht anders sind, als wir uns einige Dinge in unserem Leben vorstellen. Es gibt einfach Menschen, die haben andere Erfahrungen gemacht als du. Es gibt einfach Dinge und Situationen, die vielleicht außerhalb deines Vorstellungsvermögens noch liegen. Und nur weil du es selber noch nicht erfahren hast oder weil du es selber noch nicht erlebt hast, heißt es nicht, dass es nicht möglich ist. Ganz konkret meine ich einfach die jetzige Situation in unserer Low Carb Challenge Gruppe. Entgegen dem, was viele in der Gruppe sagen, dass es früher nicht so war. Ganz im Gegenteil. Als wir das allererste Mal im August 2015 gestartet sind, da war das meines persönlichen Empfindens nach noch viel, viel, viel krasser und gravierender, weil da auf einmal, ich glaube, es waren dann knapp über 6000 Leute, die auf einmal dazugekommen sind und da waren noch viel mehr Menschen da und noch viel mehr verschiedene Meinungen, Perspektiven zusammengetroffen und da war das einfach, dass der ein oder andere dem anderen vielleicht was nicht gönnt oder vielleicht eine andere Meinung hat, eine andere Sichtweise hat, da war das noch viel, viel, viel ausgeprägter. Heute oder jetzt zum Start der Challenge waren es jetzt knapp 4000 neue Leute, die in die Challenge-Gruppe hineingekommen sind. Ich habe gedacht, dass vielleicht dadurch, dass schon sehr, sehr viele Menschen mit dabei sind, die schon sehr lange dabei sind, dass ein bisschen weniger wird. Wobei es ist ja weniger, aber dass es halt nicht so naja, ausartet ist ja auch das Falsche. Ich meine, das ist ja nicht ausgeartet, aber ihr wisst, was ich meine. Ich verquassel mich schon wieder. Ich habe gedacht, dass es einfach ein bisschen ruhiger ist als beim ersten Mal. Ist es auch, aber trotzdem finde ich, wollte ich das nochmal an alle da draußen richten. Bitte, 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 versucht die Perspektive jedes einzelnen Menschen zu respektieren. Sei es, weil er das oder das oder das Lebensmittel oder isst oder die Ernährungsweise noch hat. Oder wenn er die oder die oder die Meinung hat. Nur weil du bestimmte Erfahrungen gemacht hast, heißt es nicht, dass der andere das auch versteht. Und ich sag dir einfach mal ein Beispiel aus meiner jetzigen Situation oder auch der vorherigen. Ich habe die ganze letzte Woche hauptsächlich E-Mails beantwortet zum Thema: Paul, ich bekomme keine E-Mails. Und das ist genau der Wortlaut aus den E-Mails. Da steht nicht: Hallo Paul, doch, Hi Paul stand drin oft. Aber ansonsten steht einfach nur drin, ich bekomme keine E-Mails. Nicht einmal ein großes Hallo, nicht einmal ein Tschüss oder einfach mal ein Danke oder sowas. Und nur weil ich das so machen würde, wenn ich an so einer Challenge teilnehmen würde, ich bin halt einfach der Typ, ich würde halt einfach eine ewig lange Mail schreiben, hey, vielen Dank und geil und boah und ich schätze das und so viel. Aber nur weil ich das mache, heißt es nicht, dass ich es von anderen auch erwarten kann oder muss. Andere Menschen funktionieren ganz anders, sie denken ganz anders, haben vielleicht überhaupt nicht so den Gedankengang dahinter, wie ich ihn hatte, als ich das gelesen hatte, die ersten Male im August. Da habe ich mir gedacht, sag mal, geht's noch? Soll ich das überhaupt beantworten? Und wenn ich es jetzt noch nicht beantwortet habe, dann liegt es einfach nur daran, dass ich noch keine Zeit hatte, also was es keine Zeit hatte, es noch nicht geschafft habe. Aber ich habe mir einfach anfangs auch gedacht, ja, geht's denn noch? Spinnt der? Aber vielleicht hat der diesen einen Satz, hey, hallo Paul oder Paul, ich bekomme keine E-Mails mehr oder ich habe noch keine E-Mail erhalten. Vielleicht hat er da eine ganz andere Intention dahinter, als ich das jetzt hineininterpretiere. Und genauso ist es auch, das ist halt, sage ich mal, so ein bisschen das Problem der schriftlichen Sprache. So die Emotionen, die Gestik, das Gesicht, der Ton, das fehlt halt einfach alles. Und deswegen bitte ich dich einfach, das zu respektieren, wenn Leute einfach ihre Meinung äußern, solange es nicht irgendwie beleidigend oder persönlich ist, es ist einfach nur eine Meinung. Diskutiert es einfach aus, wenn ihr wollt. Wenn ihr es nicht wollt, dann überlest es einfach. Es gibt so viele geile andere Posts in der Gruppe. Da muss man sich nicht auf das Negative stürzen. Und das ist das Letzte, was ich heute in dem Video gerade jetzt noch sagen mag. Ich sehe halt leider auch, dass ein paar Leute einfach gehen, weil sie sagen, ja, mit dem Negativen hier will ich mich nicht beschäftigen. Das kann ich vollkommen verstehen. Ich möchte aber auch hinweisen, dass es
dass, sag ich mal, Erfolg auch immer ein bisschen was damit zu tun hat, den vielleicht vermeintlich jetzt erstmal ein bisschen schwierigeren Weg zu wählen. Und wir haben so viele wunderbare, geile Menschen in unserer Community, in unserer Gruppe. Und natürlich ist es jetzt gerade jetzt vielleicht noch am Anfang wieder so, dass halt viele vielleicht, ich nenne es mal, Nörgler drin sind oder Menschen, die überhaupt nichts verändern wollen, sondern einfach nur rumnörgeln wollen, weil sie vielleicht noch nicht in der Lage sind oder noch nicht erkannt haben, dass sie selber was verändern wollen oder müssen. Und nur weil das vielleicht jetzt so aussieht, als wenn es Überhand hat, dann aufzugeben und nicht irgendwie dran zu hoffen und zu glauben, was ich immer tue, dass, sage ich mal, vielleicht jetzt noch gerade die Minderheit der positiven Menschen, dass die dich irgendwie mit aufnimmt, das finde ich halt immer ein bisschen schade. Denn es ist schwierig, erfolgreich zu sein, sei es im Job, sei es in der Beziehung, sei es beim Abnehmen, sei es beim Sport. Erfolg hat immer ein bisschen was auch mit Hürde nehmen zu tun oder mal einfach einen Hinkelstein zur Seite zu schieben. Und jetzt einfach alles liegen zu lassen, ist irgendwie aufgeben. Und das finde ich halt einfach sehr, sehr schade, denn es könnte schon um die nächste Ecke dein Erfolg warten. Du weißt es noch nicht, du wirst es nie erfahren, aber wenn du was verändern magst, wenn du wirklich ein Ziel hast und so nur ein bisschen das Gefühl hast, dass diese Gruppe dir helfen kann, dann bleib dran. In dem Sinne wünsche ich dir noch ein wunderschönes Wochenende und das Video, ich krieg's nicht mehr kürzer, ich krieg's nicht unter 5 Minuten. Ich red mich immer um Kopf und Kragen. Wenn die Videos zu lang sind, schreib mir das einfach mal, dann werde ich wirklich versuchen, das noch ein bisschen besser zu machen. Schreib mir einfach gern unten in die Kommentare, wie deine erste Woche so verlaufen ist, was deine positiven Gedanken davon sind, was du mitgenommen hast aus der ersten Woche, welchen Kommentar vielleicht du besonders geschätzt hast. Und dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende, habe ich schon gesagt. Und bis bald. Ciao.